Auch in Zukunft wird es Fußballspiele von EA Sports mit der offiziellen FIFA-Lizenz geben. Das hat EA jetzt bekannt gegeben. Demnach einigte sich die FIFA mit dem Spielehersteller auf eine exklusive Zusammenarbeit bis 2022 für Fußballsimulationen und die Managerspiele von EA. So werden wohl auch bei den zukünftigen Teilen der FIFA-Serie Originalspieler das kapazieren und die Teams die realen Abbilder sein. 1993 begann die Zusammenarbeit der FIFA mit EA Sports. Die FIFA-Serie ist eine der erfolgreichsten Sportspielserien überhaupt. Alleine der aktuelle Teil FIFA 13 wurde bislang rund 15 Millionen Mal für fast alle Plattformen verkauft. Auf Teil 14 freuen sich die Fans derweil auch schon. Im Herbst wird EA Sports das Spiel veröffentlichen. Dann wird auch das Konkurrenzprodukt Pro Evolution Soccer 14 erwartet. Jedes Jahr liefern sich die beiden Hersteller ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Fußballkrone, wobei Konami nur ausgesprochen wenig Lizenzen besitzt.